Hippe junge Menschen, ein bisschen Protest und eine drohende Konfrontation mit der Staatsmacht. Kein Problem für US-Model Kendall Jenner. Mit einer Dose Pepsi stiftet sie Frieden. So weit, so gut in der schönen Werbewelt. Gar nicht komisch finden das insbesondere viele Afroamerikaner. Sieht für sie die gewalttätige Polizeirealität doch eher so aus. Auf Twitter machen sie ihrem Ärger Luft. Hätte mein Vater doch nur schon die Macht von Pepsi gekannt, ätzt Bernice King, die Tochter des Bürgerrechtlers Martin Luther King. Und so wird die Netzgemeinde kreativ, montiert fleißig Cola-Dosen in bekannte Bilder gewalttätiger Proteste. Auch schlechte Publicity ist immer noch Publicity, in diesem Fall eher nicht. Für Social-Media-Werbeguru Matt Britton scheitert der Spot schon an seiner Modelbesetzung. But Kendall is not a Hall of Famer. Kendall Jenner ist nicht dafür bekannt, auf der Straße zu protestieren. Warum also sollte ausgerechnet sie einen Polizisten umstimmen können? Ein absoluter Fehlgriff. And I think that's ultimately where the miss. Pepsi reagiert geknickt. Ebenfalls via Twitter entsendet das Unternehmen eine Entschuldigung. Pepsi wollte eine globale Botschaft von Zusammenhalt, Frieden und Verständnis verbreiten. Wir haben das Ziel offensichtlich verfehlt und entschuldigen uns. Wir wollten uns nicht über wichtige Dinge lustig machen. Und zieht den Spot zurück. So richtig gut kam der wahrscheinlich nur in Atlanta an, dem Sitz des größten Konkurrenten von Pepsi-Cola.